mein Name ist Miss B. Ich bin das zweite Kind meiner Eltern. Es war eine dramatische Geburt. Ich hatte schon meinen Kosmetikkoffer dabei. Ja, und ich weiß noch genau wie heute, das Drama, ich habe da so gelegen. Mein Vater sagt zu meiner Mutter, Gertrud, wir müssen aufhören, sie gelingen uns nicht mehr. Ja, ich war doch als Kind so hässlich. Könnt ihr nicht, ne? Ja, eure sind fest installiert. Ich kann meine waschen bei 30 Grad. So. Daher aus der Zeit, ne, kenne ich noch Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler. Ja, oder kennt ihr noch die Bielmann-Piriette? Hör mal, die Dennis Bielmann, die habe ich gestern Abend mit meinem Mann im Bett ausprobiert. Ich kann euch sagen, wir wüssten nicht mehr, welches Glied wem war. Ich hab ein viel zu großes Maul, das ist allgemein bekannt. Ich halt darin den Weltrekord, doch halt ich nie den Rand. Ich schlafe hier und immer schon ganz richtig den falschen Ton. Ja, das kann keiner wie ich. Du hast nie gefühlt zu mir, ich schau nie mehr zurück. Das hat die Welt noch nie gesehen. Lass uns neue Wege gehen. Das Leben ist ein Wunderland mit dir an meiner Hand. Das hat die Welt noch nie gesehen. Ja, Leute, die meinen immer, schwul sein ist ansteckend. Ist es nicht? Wenn man vorher keine Arschgarage war, wird man auch keine. Das ist einfach so. Ach, guck mal. Da denken die Leute aus dem Ruhrpott, die wären noch alte Zechen offen. Aber da kannst du nicht mit der Lore reinfahren. Wie ich nach Kaffee und Zimt, die Frau trägt schneeweiße Haare, deren Kind ich immer noch bin, und das Foto am Schreibtisch zeigt, wenn die Wunden längst verheilt sind. Manchmal, also bei mir ist das möglich. Und
Danke, Schatz. Ja, der Unterschied ist halt, ne? Die einen haben Eierstöcke, ich habe Eier am Stock. Das ist der Unterschied. Ne? Ich sitze hier mit meinem Mann und wir schauen uns beide an. Na, wie schön. Jeden Tag denselben Trott für die Liebe zum Schafott. Na, wie schön. Kann ihn einfach nicht mehr sehen. Er muss weg, dann wird es schön. Stuhl gesessen, von meinem Tellerchen gegessen. Du hast in meinem Bett geschlafen, alles, seitdem wir uns trafen. Als Souvenir hab ich von dir ein riesiges Magengeschwür. Die Welt ist schön, bitte glaube mir. Doch ich frag mich, warum stirbst du nicht? Echter Mann. Gut, also nicht jeder, der eine Hose anhat, ist ein echter Mann. So sieht echt aus. Ne? Und besser sieht so aus. Zwei Stück. Ja, jetzt habe ich mir hier so die Strümpfe weggezogen, hat so gejuckt. Ne? Und dann sagt, sitzt so eine Alte im Publikum und sagt, guck mal, was die Alte die Haut dazu ziehen kann. Ja, ist so ein bisschen wie Ebenholz. Ne? Kommt, Jungs, mal näher, könnt ihr ein Holzhorn klopfen. Ja. Das ist nur los. Kannst du mehr, nimm mal. Das Gedöns hier mit, wa? Moment, kriegst noch was. Keine Angst, ich mag kein Striptease, das habe ich schon mal gemacht. Die haben ja Champagnerkübel verteilt. Ja, die mussten brechen, denen hat die Nummer nicht gefallen. So. Oh. Ja, mega, wenn die auf Ekelfleisch steht. Vielen Dank. Ja, viel Spaß. Ja, danke. Ja, vielen Dank. Jetzt hatte ich keine Stulpe mehr. Ne? Da habe ich gesagt, mein Gott, mir ist so warm. Das ist auch kein Problem. Ich mache in Luft hier. Ne? Ich werde immer mehr Frau. Ne? Doppelachsel. Es wachsen neue Körperteile. Von dem Rest sprechen wir gar nicht. Wie die Reklame, man sitzt abends toll, isst ein Käsebrot, ein Honigtee. Und dann kommt im Fernsehen. Ich niese. Ich lache. Ich habe Blasenschwäche. Da schmeckt man den Tee ja ganz besonders. Ich gucke dann immer den Tee und denke, okay. Ja, aber es gibt ja Tena Lady. Kaum sichtbar. Ja. Geht ein Liter rein, da wird das so wie Gehe. Auch eine tolle Erfindung, ne? Also ich weiß nicht, ob er merkt, es wird immer breiter. Wir haben ja
ja kein Klo in der Garderobe. Der Tarnier, also wir hatten schon mal erstmal gar keine Garderobe da hinten. Und natürlich auch kein Klo. Und das ist so, wenn man so oft on Tour ist, da denkt man, oh mein Gott, wo muss ich manchmal umziehen? Im Bierkeller, im Kinderzimmer. Und da denke ich immer, ist das das Leben, was ich will? Da musste in den Fanta-Flasch pinkeln. Wenn dann eine Kollegin vorbeikommt und sagt, ich hab so ein Tram und hinter das Ex auf, weiß ich, das ist das Leben, was ich will. Es ist geschmacklos, aber auch schon elegant. Der Kellner rechnet, ich sehe dabei die Hand. Der kluge Giro tritt Flammen nur von Welt in Lagage. Und ich heiß und tätig, fast elektrisch im Lakar. Show! Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Lakar. Sein, hab immer mich zu.